Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Center Station Simulator. Ich möchte mit euch heute mal da hinten weitermachen, weil ich habe jetzt halt mal die Schnauze voll von Barren und von Ärzten. Ich lasse das Zeug einfach durchlaufen gerade. Aber ich mag jetzt halt mal da hinten ganz kurz weitermachen. Plastik und elektronische Karte. Ich habe jetzt halt hier schon mal ein bisschen vorbereitet und habe reingepackt. So, meine Überlegung war jetzt, deswegen habe ich jetzt da hinten mal angefangen und habe Korn, also Weizen, hier mal in die Saatgeneratoren. Und ich überlege noch, wie ich das mache, weil hier ist ja im Grunde nichts weiter jetzt halt an Gemüse oder an Obst, was wir für die Maschine brauchen. Das sind ja, wenn dann bloß noch die sowas wie Ananas oder ich weiß jetzt gar nicht, halt verschiedenes Zeug. Und da muss ich mir eh noch überlegen, wie ich das mache. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich nicht hier die Herstellung mache für das ganze Weizenzeug. Jetzt ist nur wieder mal das Problem mit diesen Mehlteilen da. Also da muss ich jetzt echt einmal überlegen, wie ich das mache. Wir bauen jetzt erst einmal diese Saatgeneratoren und dann schaue ich mal, wie ich das eventuell aufbauen könnte, dass es irgendwie auch passt, dass es zügig geht. Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwas nachkommt in Bezug auf die Farmen, dass im Grunde dann das auch irgendwie ein bisschen automatisiert werden kann, weil man kommt ja ansonsten überhaupt nicht hinterher mit dem ganzen Zeug. Weil dieses Ernten, dann wieder Saat, dann wieder Pflanzen und so weiter, das ist, irgendwann wird es aufs Dauer auch dann ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Und dann machst du dein Zeug und erntest und tust und machst und packst es oben in den Verkauf rein und dann dauert es nicht lang und dann ist das Zeug wieder weg und du kommst wirklich nicht hinterher. Man hört es ja immer wieder, ne? Man hat 9000 Dosen und innerhalb von einer Stunde ist das Zeug weg oder irgendwie so. Also und da, das frustet dann natürlich, wenn du wirklich nur noch am Rennen bist. Das ist zwar schön, aber irgendwann ist es dann auch mal zu viel, ne? Deswegen hoffe ich jetzt demnächst auch wieder auf irgendein Update. Ganz egal, was kommt. Mir wirklich total egal, was kommt als Update. Hauptsache, es kommt ein Update. So, jetzt, deswegen mache ich jetzt erst einmal hier noch ein bisschen mit diesen Saatgeneratoren, dass wir da bei den Sachen vielleicht einmal irgendwas zu Wege bringen. Plastik. So, und was war's? Ruhe. Es geht ja auch relativ schnell, wenn das Zeug wirklich da drin ist in diesen Schubkästen, dann geht es eigentlich ratzfatz mit dem Herstellen. Das ist halt jetzt in dem Fall nur die Hin- und Herrennerei. Warte mal, du könntest eigentlich hier gleich noch immer durchlaufen lassen. Dum, dum, dum. Ja, es gibt so viel einfach zu tun. Ich komme hier auch mit dem Nachsammeln. Ich komme auch mit dem Sammeln hier nicht hinterher. Das wabert schon alles. Das wollte ich immer noch machen. Da komme ich auch nicht nach. Mir fehlt auf jeden Fall auch immer wieder Plastik. Also ich muss sagen, dass das mit diesen insgesamt 6 Raffinerien schon ganz okay ist. Aber ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich nicht nochmal 4 Stück hinmache. Das da, Chuck, Plastik. Und hier ist eben dann auch die Frage, ob ich nicht die Teile hier wieder wegmache und dann im Grunde immer 2 solche Teile für. Warte mal, wie viel Mehlzeug gibt's? Was gibt's da nochmal?
Hier, machen wir den. Es gibt insgesamt 6 Stück, ne? 6-mal, also 6 unterschiedliche Mehle. Ich habe jetzt 9, da müsste ich eigentlich dann nochmal 3 Stück hinmachen. Dann könnte ich das machen. Dann könnte ich immer 2 Saatgeneratoren machen für diese 2 Beete. Dann hier eine Mühle herstellen und da dann immer, ja, stimmt, das könnte ich machen. Da ist jetzt nur die Frage, ob ich die Tische da jetzt noch hinbekomme. Saat, Saat, Saat. Doch, ne? Das war schon, das hat schon gepasst so. Da könnte ich ja jetzt nochmal, könnte ich jetzt halt nochmal 3 Stück her machen. Na, jetzt hüpf halt nicht so rum. Da ist grün, da ist rot. Danke. Mach's einfach. Mach's einfach hin. Ah, das passt schon. Ist egal. Dann hätten wir für jedes Mehl 2 solche Kästen. Das wäre doch nicht so verkehrt, denke ich mal. Oder könnte ich jetzt mal nochmal auf diesen Bug eingehen? Weil ich muss da vorne die Teile ewig bauen. Wir machen das jetzt mal, dass wir eine von den Pflanzen, keine Ahnung, hier Radieschen zum Beispiel, nehmen uns die einfach mal raus. Ist das jetzt richtig? Doch. Ich habe jetzt mal hier nur 1 rein. Und das lasse ich jetzt halt mal wachsen. Und später werde ich mich dann, also wenn das gewachsen ist, stimmen die eigentlich? Ja. Wenn das gewachsen ist, werde ich mich mal auslocken, wieder einlocken und dann schmeißen wir mal neue Samen rein. Ich bin mal gespannt, ob ich diesen Bug triggern kann. Einfach, dass wir das auch mal jetzt im Part selber sehen. Ich meine, ihr habt ja gesehen, in einem von den ersten Parts, wo ich die ich aufgenommen habe, als das noch nicht so richtig publik war mit dem Bug, als dann plötzlich so die Anfragen kamen, hast du das auch schon mal gehabt, das Problem? Wir lassen das jetzt einfach mal wachsen, weil das braucht ungefähr 5-6 Minuten und dann ist das ja gewachsen. Also wir haben jetzt halt nur 1 hier drin, ne? Das sieht man ja. Und, oh, da ist auch nur noch 1 drin, ne? Und das lassen wir jetzt mal wachsen. Und ich locke mich jetzt dann mal aus. Also wenn das jetzt quasi, wir machen jetzt einfach da hinten mal noch weiter. Und wenn das dann soweit gewachsen ist, dann locke ich mich mal aus. Locke mich wieder ein. Und dann probieren wir einfach mal, ob wir 9 Samen da reinbekommen. So. Weil ich denke mal, dass ich den Bug auch absichtlich triggern kann, dass wir das mal sehen. Rohr. Kabel. Kabel. Platte. Platte. Ich müsste dann hier bloß noch irgendwie Regale dann hinstellen, ne, für die ganzen Mehlteile. Aber dann glaube ich, ist das ganz okay. Mit Plastik. So. Es ist ja
gerade wenn man anfängt, das Problem, man hat ja noch nicht so viele Samen, ne? Man hat dann endlich, irgendwann hat man dann mal diesen Generator, aber dann haut man ja hier einen Eimer Wasser rein, dass man einen Samen bekommt, irgendeinen, und den haut man dann hier rein. Und dann ist es ja meistens so, ich mache das jetzt einfach mal, wir speichern mal, gehe nochmal aufs Hauptmenü, weil ich logge mich ja jetzt im Grunde aus. Wir laden dann das Ganze hier nochmal. Bei mir ist das die Safe Map 1, das war ja immer der erste Spielstand, den einzigen. So, und jetzt müsste es dann sein, wenn das fertig gewachsen ist und ich nehme das raus, dürfte ich hier keine neuen Samen reinbekommen. Bin mal gespannt, ob ich den Bug tatsächlich triggern kann. Oh, das ist jetzt natürlich dann ganz blöd, ne? Jetzt ist oben wieder geschlossen. Es fehlt unten ein Hebel oder irgendwas, dass ich dieses, dass ich das öffnen kann, dass ich nicht da extra hochrennen muss. Aber wenn wir schon da sind, dann könnten wir gleich nochmal hier die Sandeimer uns schnappen. Ich habe gern eine runde Zahl. So. Jetzt muss ich natürlich auch die Dinge wieder anmachen. Das ist halt auch, ne? Da hoffe ich ja so sehr, dass das auch endlich gemacht wird, dass die einfach weiterlaufen. Man ist im Grunde 5 Minuten, sage ich jetzt mal, beschäftigt. Da mache ich jetzt 5-mal Sprudel. Also nicht wundern, weil ich habe nämlich zu wenig Sprudel gehabt. Brauchst du fast 5 Minuten, um da einmal rumzuwandern. Ich habe jetzt natürlich auch das Problem, dass mir wieder mal Ressourcen weggekommen sind. Ganz klar, durch das, dass ich mich jetzt einfach... Ah, okay, die Kugel war eh leer. Da ich mich jetzt einfach ausgelockt habe. Elektronische Stahlträger. Stahlträger herstellen. Elektronische Karte herstellen. Da müsste ich eigentlich noch genug drin haben. Goldbar noch 48. Oh, auch nur noch ein Plastik. Ja, das Plastik, das geht so schnell weg. Und jetzt brauche ich das ja aktuell hier auch noch. Seed Generator. Ich weiß gar nicht, warum man das nochmal auswählen muss, wenn ich da drauf gehe. Und das ist ja nur das eine Gerät, ne? Aber ich denke, der macht es das einfach, dass das vom Menü her auch einheitlich ist. So. 2 Kabel. Jawohl, gut, dann haben wir das da. Dann baue ich mal die Teile hier vorne ab. Jetzt nur mal die 3, die mir da fehlen. Ich glaube, in der grünen Kugel waren die Wasserleitungen vorher drin. Bin mir nicht sicher, weil ich mich gewundert habe, warum diese grüne Kugel hier steht. Aber ich glaube, das war... Da war die automatische Bewässerung drin. So, gut. Dann haben wir das. Dann holen wir nochmal das da. Achso, wir brauchen ja Baumstämme. Moment. Schauen wir mal, ob ich die finde irgendwo. Ich hoffe auch, dass er das hier irgendwie ein bisschen anders aufbaut. Weil das ist ein langes Gescrolle. Geht es? Nein, das geht nicht.
So. Hauen wir die gleich noch rein. So. Bist du jetzt soweit? Jawohl, gut. Also das Ding ist jetzt soweit. Dann haue ich dich mal hier rein. Ich damit? Möchte ihn noch nicht einpflanzen. Ich will erst mal überlegen, ob ich das tatsächlich mache. Genau. Dann versuche ich mal, ob ich die neuen Samen dann da reinbekomme. Dann bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt, ob ich diesen Bug jetzt getriggert habe oder nicht. So, du kannst wieder weg. Dann würde ich die quasi immer hier dazwischen stellen. Immer für zwei Felder. Oh, ich denke, das ist okay. Ich muss jetzt nur überlegen, wie rum stelle ich die Dinger? Wo seid ihr? Ah, hier, Mühle. Ah, und da kommt ja der Karton raus. Das heißt, ich müsste das, wenn, dann hier hinstellen. Dass dann hier der Karton rauskommt. Und dann müsste hier daneben im Grunde ein Regal stehen, wo ich dann das Mehl reinpacken kann. Und ich glaube mal, dass das ausreichend ist. Also das ist jetzt einfach mal meine Vermutung, dass das dann ausreichend ist. Da brauchen wir dann regalmäßig... waren das die hier? Ja doch, das waren glaube ich die hier. So, hier einfach in die Verlängerung stellen, aber vielleicht nicht unbedingt über den Karton. Ich würde das gerne sehen wollen. So vielleicht direkt an den Karton und dann geht es zack, zack. Jawohl, die wachsen schön. Jetzt schauen wir mal. Das sind ja immer 9 Stück, die da rauskommen und die müsste ich jetzt im Grunde hier reinmachen. Ah doch, die gingen rein. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie sie wachsen. Ob sie jetzt normal wachsen oder nicht. Oder wie auch immer. Normalerweise, wie gesagt, triggert man ja dann diesen Bug. Aber vielleicht wurde das auch behoben. Ich weiß es nicht. Na gut, aber wenn es behoben wurde, dann hätte ich es ja nicht mehr. Ne? Dann hätten wir ja das Thema gar nicht mehr. So, warum euch stelle ich jetzt einfach mal dahin? Möglichst aufeinander. So. Wunderbar. Ja doch, dann mache ich das ja so. Dann denke ich, wird es auch in Ordnung sein mit dem ganzen... Hallo, gehst du da jetzt rein? Danke. Dann wird es auch in Ordnung sein mit der Mehlproduktion. Ich meine, ich stelle jetzt halt keine Tausende her, aber ihr wisst ja selber, wann ich da oben das Mehl rein habe ins Regal, wo ich gesagt habe, ich möchte das jetzt abverkauft haben. Und da ist immer noch so viel Zeug da oben. Also eine elektronische Kasse, habe ich zumindest das Gefühl, reicht absolut aus. Und die muss noch nicht einmal beschleunigt sein. Was ist denn hier? Mensch. So. Und dann reißen wir noch die Mühlen an und stellen die dann gleich auf.
Ich gehe immer aufs Falsche, ne? Ja. Ja, sag mal. Essen, hier, Mühle. So. Ich habe heute keine ruhige an, das merkt man schon. Kommt er da vorne rein? Schaut noch normal aus, ne? Ich bin mal gespannt, wie wir. Ich hätte den Korb da lassen können. Ich schaue dann mal, ob ich danach nochmal die neuen Stück reinbekomme. Ich bin mal gespannt. Wenn nicht, dann. Also, wenn ich sie reinbekomme, naja, gut, dann habe ich das leider nicht geschafft, diesen Bug zu triggern. Dann probiere ich das mit irgendeinem anderen Kasten nochmal aus. Also da stelle ich mir dann einfach mal einen daher. Das ist ja ideal. Das passt ja ganz genau, ne? Zu 3, 4 schmeiße ich dann einfach in irgendwelche Dinge rein. So, dann die Regale noch anreißen. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ne? Aber doch, das war schon das, weil wir tun ja nicht das Weizen dahinstellen, sondern wir stellen ja die Mehlbeutel her. Hier noch. Und das andere mache ich dann gleich, wenn wir das probieren mit dem Ernten. Aber so wie es ausschaut, wächst es ganz normal. Ich denke, das kann ich einfach abernten und dann ist gut. Dann muss ich das nochmal separat probieren. Da stelle ich einfach mal den Kasten auf und dann ist. Und dann teste ich das mal. Seid ihr schon fertig überhaupt? Nee, ihr seid noch gar nicht fertig. So, das heißt, wir hauen mal die ersten Weizenkörbe einfach mal da rein. Die kann ich dann auch gleich immer da stehen lassen. Dann hätte ich es zumindest wieder so, wie ich es am Anfang hatte, dass ich immer jeweils eine Mühle für eine Sorte habe. Und so würde ich das dann auch wirklich lassen. So, wir brauchen Eisenbahnen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da noch welche habe. Ne, da habe ich Holzschnitzel, Zement, Alu, Eisen, da ist mehr drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das gleich direkt verbauen kann, aber ich glaube es nicht. Ah, nee. Ah, jetzt halt stehen lassen. Mann!
Seid ihr jetzt fertig? Ja. Jetzt sind sie fertig. Dann haue ich das jetzt nochmal weg. Das probiere ich einfach nochmal aus. Kann ich es jetzt leider nicht ändern. Aber normalerweise ist es so, dass wenn man das Spiel dann beendet und rausgeht und man hat vergessen, dieses eine Saatkorn eben rauszuernten, dass der Kasten leer ist und man lässt drin und startet das Spiel neu, dass dann eben das Problem besteht, dass man nicht alle 9 Samen reinbekommt, sondern vielleicht nur 7 oder so und dass dann eben diese Pflanzen übergroß wachsen, also 1-2 Stück davon. Was wolltest du jetzt? Die Mühle wolltest du essen. So. Dann noch das Regal. Oh, die anderen hatte ich, glaube ich, auf 0, ne? Oder? Ne, auf 0 konnte ich es ja nicht haben. Ne, ist doch egal. Manche schauen ja da drauf, ne? Ich merke mir das immer nicht, in welche Ausrichtung ich das jetzt habe. Ob ich das auf 0 habe oder auf minus 0 oder auf 90 Grad oder minus 90 Grad oder was weiß ich. So, dann haben wir doch heute wenigstens das mit den Weizenfeldern erledigt. So, und ich werde jetzt dann auch eine kleine Center Station Pause einlegen und werde mal abwarten auf das nächste Update, weil aktuell, ich möchte mal ein bisschen was anderes machen. Ich möchte nicht immer bloß hier mit dem Gemüse rumhantieren. Ich möchte auch nicht ständig irgendwelche Barren schmelzen und so weiter. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Abwechslung. Ich warte jetzt halt mal mit dem Spiel, also auf dem Update. Und wenn das Update gelaufen ist, dann werde ich natürlich die nächste Folge aufnehmen. Es kann natürlich sein, dass ich mich jetzt dann auslogge und das nächste Update läuft. Das kann natürlich sein, das ist ja häufig so. Jetzt haben wir 11.11 Uhr. Könnte sein, dass um 13, 14 Uhr, keine Ahnung, vielleicht um 16 Uhr, dass dann plötzlich ein Update kommt und ich dann morgen doch wieder einen Part aufnehme. Also es kann durchaus sein. Kann aber auch sein, dass erst das nächste Update in der Woche kommt oder so. Also auf jeden Fall, ich mache jetzt halt erst einmal eine kleine Pause. Es gibt hier immer noch mega viel zu tun und ja, das läuft mir nicht weg, sagen wir mal das so. Okay, Leute, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bin schon mal froh, dass wir das heute geschafft haben hier mit dem, dass ich mich auch endlich entschieden habe, wie ich das Ganze mache. Ich hoffe jedenfalls auch sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Lasst ein Like da. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.